Glück auf aus Freiberg, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Rechtsecke hier aus der Rechtsanwaltskanzlei Eckert, Hänig, Sitz und Teschner. Heute geht es um das Thema Tierschutz im Verkehrsrecht. Und dazu bin ich verabredet mit Udo Eckert, er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht. Herr Eckert, es gibt ein umstrittenes Urteil des Amtsgerichtes Dortmund vom Juli 2018. Warum diese Fragestellung? Warum kam es zu diesem Disput? Ja, weil das Amtsgericht in dieser Entscheidung das Überfahren einer Taube sozusagen als Rechtfertigungsgrund oder besser gesagt das Nicht-Überfahren einer Taube als Rechtfertigungsgrund dafür genommen hat, dass jemand im Kreuzungsbereich sein Auto stark abgebremst hat und es deshalb zu einem Unfall gekommen ist. Die bisherigen obergerichtlichen Entscheidungen waren alle immer davon ausgegangen, dass man nur wegen eines größeren Tiers, wohl also eine Selbstgefährdung oder eine Fremdgefährdung anderer Verkehrsteilnehmer tatsächlich gegeben ist, ein solches Bremsmanöver rechtfertigt. Und zum Beispiel, wenn ein Reh auf die Straße rennt oder dergleichen oder ein Wildschwein und solche Dinge oder auch Hunde, aber noch nie wegen eines kleinen Tieres. Geht es da um die Größe oder geht es in Anführungsstrichen um den Wert des Tieres? Nein, überhaupt nicht. Es geht weder um die Größe und auch nicht um den Wert. Es geht einfach um eine Gefährdungsabwägung. Das heißt, der Verkehrsteilnehmer muss abwägen, was richte ich an, wenn ich jetzt wegen dieser winzigen Taube, die praktisch keinen Schaden anrichten kann, die Verkehrssituation in eine Gefahrensituation umwandle. Oder muss ich zum Beispiel aus Selbstschutz, also wenn mir ein Reh ins Auto zu laufen droht oder gar noch ein Wildschwein oder ähnliche Tiere oder ganze Rinderherden rennen ja manchmal auf der Straße rum, kommt ja alles vor, dann muss ich mich natürlich nicht selbst gefährden und auch den Folgeverkehr nicht selbst gefährden, dann darf ich natürlich auch eine Notbremsung machen. Das ist ganz unumstritten gewesen in der obergerichtlichen Rechtsprechung. Und ein solches Fahrmanöver hier wegen einer kleinen Taube ist aus juristischer Sicht, aus verkehrsrechtlicher Sicht, das muss ich nochmal ganz deutlich sagen, sehr problematisch. Aber Herr Rechtsanwalt, wann muss ich denn nun ganz konkret bremsen und wann kann ich gegebenenfalls auch weiterfahren? Es gibt keine feste Grenze und es kommt auch auf die Verkehrssituation an. Das Gericht hat, die alle Gerichte sagen ganz eindeutig, im innerstädtischen Verkehr muss jeder Verkehrsteilnehmer immer damit rechnen, dass irgendeine plötzliche, unerwartete Verkehrssituation auftritt. Da kommt es eigentlich gar nicht drauf an, warum die auftritt, ob das ein Kind ist, was aus dem parkenden Auto hervorläuft oder irgendwelche anderen überraschenden Situationen. Und erst recht im Kreuzungsbereich, auch das hat das wiederum das Amtsgericht Dortmund zu Recht betont, im Kreuzungsbereich habe ich natürlich eine ganz besondere Aufmerksamkeit, auch als Folgefahrzeug. Ich kann nicht zwingend davon ausgehen, dass der auch wirklich losfährt, wenn es grün wird. Und ich muss möglicherweise auch damit rechnen, dass er plötzlich bremst, weil irgendwas auf dem Kreuzungsbereich gefährlich wird. Dass dann jeweils die Abwägung der Mithaftung des einen und des anderen, wer auffährt, hat ja grundsätzlich Schuld. Das ist so ein Anscheinsbeweis. Aber den kann man eben erschüttern und den kann man dadurch erschüttern, dass man sagt, der Vorausfahrende musste zwingend bremsen, weil er sonst entweder sich selbst gefährdet hätte oder eben andere Verkehrsteilnehmer. Und wenn dann der hinten nicht genügend Sicherheitsabstand gehabt hat, dann ist er selber schuld bzw. erheblich mitschuld. Jetzt haben Sie den innerstädtischen Verkehr angesprochen. Wie ist es denn auf Landstraßen und vor allen Dingen, wie ist es auf Autobahnen? Ja, natürlich völlig anders, das ist ganz klar. Auf der Autobahn insbesondere habe ich als Kraftfahrzeug nicht das Recht, urplötzlich und unmotiviert zu bremsen, schon gar nicht wegen einer Taube oder wegen eines Kleintieres, sprich Hase oder dergleichen, was da möglicherweise auf der Autobahn rumrennt. Natürlich habe ich das Recht oder wie man immer sagen soll, eine angemessene Reaktion, wenn dort ein Wildschwein rumrennt oder in Reh oder irgendwas, was hier gelegentlich passiert auf Autobahnen oder auch auf der Landstraße, ist genau das Gleiche oder Pferde, Rinder und dergleichen mehr, die ausgebüxt sind. Also bei solchen Gefahren darf ich natürlich auch unvermittelt bremsen und dann muss natürlich auch der Folgeverkehr damit leben, dass das irgendwie mal überraschend ist und dass es möglicherweise, wenn ich meinen Sicherheitsabstand nicht einhalte, zu einem Crash kommt. Das ist die typische Gefährdungsabwägung, die ich vorhin genannt habe. Die Haftpflichtversicherungen reden dann immer vom Rettungskostenersatz. Das heißt, ich muss als Fahrer abwägen, ob ich lieber in den Straßengraben fahre oder ob ich lieber mit dem Reh kollidiere. Das ist natürlich eine Entscheidung in Sekundenbruchteilen, aber ich muss als Verkehrsteilnehmer in der Lage sein, das abzuwägen, um entweder mich aus der Lebensgefahr zu nehmen, also einer viel größeren Gefahr zu nehmen. Manchmal ist es ja auch nur das furchtbar teure Auto. Und auch den Folgeverkehr nicht unnötig zu gefährden. Das ist eigentlich die Vernunftsabwägung, die man dabei treffen muss, die eigentlich jeder normale Mensch auch abwägt. Lassen Sie uns kurz auf den versicherungstechnischen Teil kommen. Was muss ich beachten? Die Versicherungen, das sind ja verschiedene, zahlen unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist klar geregelt. Zum Beispiel, wenn ich also durch einen Wildschaden an meinem Pkw geschädigt bin, dann zahlt in aller Regel die Teilkosko, wenn ich sie dann habe, abgeschlossen habe. Wenn ich keine habe, habe ich Pech gehabt. Sollte es sich um Nutztiere handeln,
also Rinder, Schafe, Pferde und dergleichen, dann hat in aller Regel der Halter dieser Tiere eine Tierhalterhaftpflichtversicherung. Dann kann man diese in Anspruch nehmen, wenn nachweisbar ist, welches, also dass die Tiere das Auto geschädigt haben. Beim Wild ist es ganz wichtig, dass möglichst die Beweise gesichert werden, weil ja da in der Regel niemand dabei ist und die Tiere dann auch entweder abhauen zum Beispiel, wenn sie nicht gleich tot sind oder schwer verletzt sind. Und dann ist es ganz nützlich, wenn ich ein paar Schweineborsten vom Wildschwein auf der Stoßstange als Beweis sichere und die zum Beispiel durch einen Zeugen oder durch die Polizei oder dergleichen dann auch nachweisbar sind. Jetzt leben ja viele unserer Zuschauer auf dem Land. Gibt es Hunde und Katzen, die da mal streuen? Vielleicht noch ganz konkret zu diesen Beispielen. Wie muss ich reagieren bei Katze oder bei Hund, größeren Hunden? Hier kommen wir wieder auf die Gefährdung. Also ich habe selbst zwei Katzen. Ich bremse immer bei Katzen, aber das muss nicht immer richtig sein. Ich sage das ganz offen, weil natürlich ich wegen einer kleinen Katze nicht den Folgeverkehr, also den nachfolgenden Kraftfahrzeugführer in seinem Leben und seiner Gesundheit gefährden darf. Also wenn ich unmittelbar vom Fahrzeug verfolgt werde, sollte ich das besser unterlassen. Beim Hund sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Je nachdem, wie groß der Hund ist, kann ich mich auch selbst erheblich gefährden, indem der Hund mir auf die Frontscheibe knallt oder dergleichen. Also das ist dann schon wieder eine Abwägungsfrage. Kommt auf die konkrete Situation drauf an. Jetzt ist es dummerweise passiert im Fall des Falles. Herr Eckert, was muss ich tun? Wen muss ich anrufen? Den Jäger? Die Polizei? Also bei einem Wildunfall sollte man zumindest erstmal die Polizei anrufen, weil den zuständigen Jäger kenne ich ja in aller Regel nicht, wenn ich unterwegs bin irgendwo, es sei denn, es passiert bei mir im Wohnbereich. Aber auf alle Fälle die Polizei, und die Polizei entscheidet dann, ob sie den zuständigen Jäger dazu holt und er das Tier dann vielleicht entsorgt oder auch noch endgültig tötet, damit es nicht leiden muss. Das sollte dann die Polizei entscheiden. Ergänzende Frage dazu, Herr Eckert. Im Fall des Falles, ich habe ein Wildschwein angefahren. Das sieht natürlich auf dem Spieß sehr gut aus. Darf ich es mitnehmen? Kofferraum auf, Schwein rein? Nein, das ist verboten. Das ist Wilderei im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich darf auf gar keinen Fall einfach das fremde Wild mir aneignen. Auch wenn ich nicht weiß, wem es gehört, aber es gehört auf alle Fälle nicht mir und ich darf es deswegen nicht mitnehmen. Das ist eine klare Ansage. Herr Eckert, vielen Dank für diese Information. Meine Damen und Herren, benötigen Sie mehr Informationen zum Thema Recht, sind Sie hier in der Rechtsanwaltskanzlei Eckert-Hänig Sitz und Techner in der Weißenhausstraße mit Sicherheit gut aufgehoben. Ansonsten, wenn Sie weitere Fragen zum Thema Recht haben, können Sie die uns gerne mitteilen. Gerne per E-Mail unter info@kanal9-erzgebirge.de oder gerne auch per Post an die Adresse am Goldbachtal 4 in Brand-Erbesdorf.